Die Schnelligkeit der Sättigung. Wenn wir durch ein Produkt schnell gesättigt sind, und das Standardbeispiel ist hier Salz oder vielleicht auch Senf, dann werden wir auf Preissenkungen kaum elastisch reagieren. Wir werden nicht Salz in großen Mengen kaufen, bloß weil der Preis für Salz gesunken ist. Wir werden nicht Senf in großen Mengen kaufen, wo es bloß weil der Preis für Senf gesunken ist. Man kann von diesem Produkt eh nur ein bestimmtes Quantum konsumieren. Es gibt auch Leute, die sprechen an der Stelle von einer Ekelschwelle. Ja, wie viel Senf will man denn ins Essen tun? Wie viel Salz will man denn in sein Essen tun? Also hier führt eine Preissenkung in der Regel nicht zu einem großen Mengenzuwachs, also klassische unelastische. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.